Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem klitzekleinen YouTube-Kanal. Bevor wir beginnen, ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar habe ich in meinem letzten Video schon erwähnt, dass ich im Moment viele kleine Spider-Man-Videos auf Instagram veröffentliche. Also, falls ihr da Bock drauf habt und einfach mal abchecken wollt, was der alte Kicherell denn mittlerweile so macht, schaut da gerne vorbei. Amazing Kicherell. Bester Name. Ja, ich habe mich heute extra wieder nach draußen hingesetzt und dieses Video ist komplett spontan. Ich habe vor 5 Minuten meiner Freundin gesagt, hey, lass jetzt endlich mal diese Matte abrasieren. Komplett. Bis auf 3 mm. Ich bin ehrlich gesagt super nervös, weil auf meiner Arbeit muss ich dann entweder mit Mütze rumlaufen oder ich stehe dazu, je nachdem wie es aussieht. Freue mich aber auch, diesen Schritt endlich mal zu machen und ich glaube, das ist auch super interessant für euch, wie es aussieht nach 4800 Grads, wie der Spender aussieht mit 3 mm und wie es oben aussieht auf dem Empfängerbereich. Und das ist einfach mal wieder ein anderes Video, nicht immer wieder die gleiche Leier, sondern einfach mal für euch wieder den eiskalten Blick in die ungeschönte Wahrheit. Ich würde sagen, wir können. Ein kleiner Zwischenstopp, wir haben jetzt alles auf 21 mm abrasiert. Ich zeige euch mal, wie es oben aussieht und an den Seiten. Also jetzt so will ich es halt auf keinen Fall lassen. Jetzt muss es schon so kurz sein, dass man nicht mehr erkennt, dass ich das gemacht habe. Mach mal 9. Zeig mal. Mal gucken. Geht's dir noch gut? Ja. Bist du zufrieden? Findest du dich hübsch? Nein. Nein, nicht? So, wir sind jetzt ungefähr bei 9 mm angelangt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Es liegt aber auch einfach, dass das so fucking ungewohnt ist. Wir gehen jetzt auf 3 mm runter. Und ja, ich hoffe, es wird mir einigermaßen gefallen. Do it. Do it. Do it. Ich glaube, mittlerweile bin ich nicht mehr überrascht. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, bis ich mich dran gewöhnt habe. Es sieht nicht schlecht aus, oder? Gar nicht. Ich finde das cool. Das ist so voll markant irgendwie. Hallo, ich bin's. Kein anderer Mensch. Ja, ich muss erstmal, glaube ich, eine Nacht drüber schlafen. Ich muss auch erstmal meinen Kopf bräunen. Wie ihr seht, ist das hier extrem weiß, hier überall, wo die Haare lagen. Wenn ihr wissen wollt, wie jetzt so meine nächste Woche wird, was meine Freunde sagen, was meine Familie sagt, dann bleibt auf jeden Fall dran, abonniert diesen Kanal, denn nächste Woche kommt ein Update-Video raus. Wie für mich die Woche war, was ich jetzt dazu sagen kann und wie ich mich mit der neuen Frisur fühle. Ich kann nur jetzt sagen, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es arschungewohnt. Ich finde aber, dass es nicht schlecht aussieht. Also bleibt gespannt. Ich zeige euch jetzt noch einmal drumherum, von oben drauf und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.